Es gibt Menschen, denen hat man erzählt, Angst ist ein wichtiger Urinstinkt. Nein, Besonnenheit, Gelassenheit, das sind Urinstinkte, die uns verloren gegangen sind. Es gibt Menschen, die sind bei einem Ausbruch von Feuer voll überlegt. Sie sind bei einem Autounfall sachlich versiert und können handeln. Und meine Tochter hat sogar gelernt, körperliche Katastrophenfälle in bestimmte Ordnungen, festgelegtem Plan, schnell helfend abzuarbeiten. Es gibt Menschen, die leben in Angst. Als ich noch ein Kind war, war unser emotionalstes Glück, dass wir endlich wieder bei Aldi etwas zu essen einkaufen konnten. Oder ich meinte, mein Zuhause bei Mama war die sicherste Burg. Das waren die zwei Inhalte meines Lebensglücks. Hinzu kam die Ablenkung durch Fernsehschauen, bis niemand mehr sich anbot, dieses Lebensglück von außen zu unterstützen. Mama entpuppte sich als Mensch, die sichere Burg entpuppte sich als ein Wohnort und die Versorgung des Leibes als eine ganz natürliche Handlung. Hier nochmal zu Feuer und Katastrophen. Manche Menschen haben Angst, andere haben keine Angst. Manche Menschen sind handlungsfähig und nachher erst bemerken sie die Erschöpfung. Manche Menschen haben Angst. Aber stellt man die Frage, wovor hat der Mensch Angst, ist sie eigentlich falsch gestellt. Denn viele Menschen haben in den gleichen Momenten keine Angst. Die Frage heißt eigentlich, wieso kennst du Angst? Es gibt Menschen, die wie Felsen in der Brandung stehen und die nicht so schnell im Sturm der Zeiten untergehen, die dann da sind, wenn das Wasser dir zum Halse steht und ein scharfer, kalter Wind dir entgegenweht. Es gibt Menschen, die dich nehmen, wie du nun mal bist, die dich nicht nur dann ertragen, wenn schönes Wetter ist, die sofort erkennen, wenn bei dir mal Regen fällt und das Leben dir mal wieder böse Fallen stellt. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Probier was mal. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Es gibt Menschen, die versprühen so viel Energie. Ich bin immer ganz geblättet, wenn ich sowas seh. Ihre Augen, wie sie strahlen und sie machen Mut. Es gibt Menschen, die tun anderen Menschen einfach gut. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Wo seid ihr? Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Es gibt Menschen, ja, die haben dich in ihrem Blick und sie denken, Leben auch für dich ein kleines Stück. Denn sie sehen und sie fühlen, wenn du Hilfe brauchst. Du spürst ihre starke Hand, bevor du ganz abtauchst. Es gibt Menschen, na 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 na. Es gibt Menschen, die tun einfach gut. Yeah.
Also die Frage heißt, wieso kennst du Angst? Angst als fester Bestandteil des eigenen Wesens, Angst als etwas, das in bestimmten Momenten auf einen zukommt, weil in uns steckt? Durch Christus lebendig gemachte Menschen haben Bedrängnisse von außen, aber keine Angst. Denn wo der Geist des Herrn wohnt, wohnt nicht die Angst. Wo der Geist des Herrn wohnt, da ist Freiheit. Bibelleser wissen das oft theoretisch. Aber ist Ihnen auch mal aufgefallen, beschreibt die Bibel eine tiefgehende Analyse? Oder bietet sie eine Therapie an? Jein. Sie beschreibt das Verlorensein im eigenen gegenüber des Gefundenseins, Heilsein, Befreitsein in Christus Jesus. Es gibt Menschen, die sind bei einem Ausbruch von Feuer voll überlegt. Sie sind bei einem Autounfall sachlich versiert und können handeln. Und meine Tochter hat sogar gelernt, körperliche Katastrophenfälle in bestimmten Ordnungen, festgelegtem Plan, schnell helfend abzuarbeiten. Es gibt Menschen, die leben in Angst. Und es gibt Menschen, die leben auf der Grundlage Jesu Christi und sind befreit, geheilt, lebendig. Sonderbar, merkwürdig, oder?